Hi, wieder da. So, schnell abdrehen. Schaut gut aus. Ich glaube, heute hat der Wechsel ganz gut funktioniert. Und alle, die jetzt über YouTube wieder zuschauen und neu dabei sind, schön, dass ihr wieder da seid. Es geht heute um Magen- und Milz-Thematik. Wir hatten jetzt schon 2 Stunden lang alle Themen, was Magen, was Milz angeht. Jetzt eben gibt es die Fragestunde wieder dazu. Die Katrin wird den Chat wieder vorlesen und ich drehe jetzt dann wieder ab. Das heißt, sie schaut dann, was da an Fragen jetzt wieder vorhanden ist. Generell ist wieder zu sagen, ihr wisst es eh. Ich erzähle euch die Sachen aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht. Das heißt, so wie ich die Dinge wahrnehme. Ich erzähle viel auch jetzt über das Energetische und einfach über die anderen Hintergründe, weil nachlesen, was ist der Magen genau im Medizinischen, was ist die Milz genau, kann man eh auch in jedem Google-Buch, was auch immer, findet ihr überall. Mir ist es auch immer wichtig, dass ihr wisst, wenn ihr Probleme habt, wenn Thematiken da sind, bitte immer zum Arzt gehen und abklären lassen, weil wenn ich kurz vor Magendurchbruch stehe, dann wird es nicht sonderlich viel helfen, wenn ich jetzt die Hand auflege oder zu einem Energetiker gehe und sage, bitte mach mal. Das kann ich nachher machen und schauen, warum hatte ich den Magendurchbruch und was hängen da alles für Themen dran. Aber wie gesagt, im Idealfall abklären lassen und schon vorher anschauen, bevor es überhaupt so weit kommt. Vielleicht kurz jetzt noch einmal als Zusammenfassung. Magen und Milz sind in der TCM der Erde zugeordnet. Das Erdelement steht auch für die Mitte. Und das Erdelement ist der ersten Tiefe zugeordnet. Die erste Tiefe ist auch die oberste Hautschicht. Und wenn man sagt, die erste Tiefe oder so, die Mitte ist gestärkt. Ich habe eine dicke Haut. Ich habe eine dicke Haut zugelegt und ihr kennt das, die Leute, die sehr bei sich sind, denen es egal ist, was jetzt jemand anderer sagt. Dieses Ich bin bei mir. Da sagt man, da ist Magen und Milz sehr gestärkt, die sind bei sich. Der Magen ist dem Sternzeichen Zwillinge zugeordnet, während die Milz dem Sternzeichen Krebs zugeordnet ist. Die Zwillinge haben die Idee oder das dahinter, ich denke. Und beim Krebs sagt man, ich fühle. Und von den Jahren her ist der Magen von 14 bis 16 Jahre und dann beginnen die Milzjahre, die sind von 17 bis 24 Jahre. Der Magen hat in der TCM das Oppositionsorgan Zwerchfell und die Milz hat das Oppositionsorgan Nabel. Das heißt, alles, was ich in den ersten, also immer in der Schwangerschaft, wie ich schwanger, also quasi wie ich im Bauch von meiner Mama gewesen bin, und dann die ersten 3 Lebensjahre, dieser Abnabelungsprozess, alles, was ich da erlebt habe, was an Traumas gewesen ist, an Geburtsschocks, was auch immer, das wiederholt sich dann nochmal in diesen Oppositionsjahren. Das heißt, das kann dann nochmal in der Zeit von 17 oder von, Entschuldige, von 14 bis 24 quasi nochmal kommen. Und das ist auch die Zeit, wo ich mich abnabeln sollte. Das heißt, dieser Abnabelungsprozess, der ja eben als Baby schon hätte stattfinden sollen, dass ich mich mal von der Mutter löse. Klar, geht nicht ganz, weil wenn ich ein Jahr alt bin, brauche ich meine Mama noch. Aber mal dieses Loslassen, ist dieser erneute Abnabelungsprozess dann von 17 bis 24. Wenn das eben, wenn ein Schock da ist, wenn da ein Trauma ist, aus der Geburt ausgelöst, wenn da eine Erkrankung gewesen ist und die Mutter das Kind nicht loslassen kann, aus Angst, weil sie es wieder verliert, weil irgendwo etwas passiert ist, dann kann es sein, dass diese Abnabelung sehr, sehr schwer fällt. Und dass es von 17 bis 24 in dieser Zeit, wo das passieren sollte, nicht wirklich durchführbar ist. Das heißt, da hängen dann Milz- und Magenthematiken oder eben auch Zwerchfell- und Nabelthematiken. Da kann man dann immer hinschauen, wo ist da in diesen Organen etwas zu lösen. Das ist jetzt mal so der grobe Umriss, worum es ging. Gibt es irgendwelche Fragen schon? Ja, ich habe mir vorher ein paar abfotografiert, aber sie sind, oder zumindest eine ist gerade gestellt worden. Jawohl. In den letzten Wochen habe ich viel an mir gearbeitet, nicht immer erfolgreich, aber stetig. Ich habe dabei gemerkt, dass mein Magen voll ist. Wenn ich dann doch am späten Nachmittag etwas gegessen habe, weil ich den ganzen Tag fast nichts gegessen habe, habe ich dieses mit jeder Menge Schleim wieder erbrochen. Was war da los? Okay. Das heißt, du bist jetzt manchmal abgebrochen, aber habe ich es richtig verstanden? Das heißt, ein viel Arbeiten, es war ein nicht viel Essen und wenn ich was gegessen habe, dann ist viel Schleim gekommen. Okay. Das schaut wirklich so aus, wie wenn deine Magenwand wie verdickt ist, also wie wenn da einfach so viel
auch an Emotionen, an Unterdrücktem, an Geschlucktem da ist. Und so wie du sagst, durch dieses Arbeiten, durch dieses stetige Arbeiten, das ist so, wie wenn, wie ich euch beim Darm gesagt habe, wenn ich die ganze Zeit esse, dann kann mein Körper sich nicht regenerieren, dann kann mein Körper sich nicht reinigen, weil ich ja ständig was nachschiebe. Und wenn ich jetzt aber beginne, mal zu fasten, was macht der Körper? Der beginnt sofort abzubauen. Der versucht sofort Giftstoffe, Schlacken, alles. Ja, auch so aus, eben das, durch dieses Arbeiten. Der Magen jetzt sagt, hu, jetzt kann ich das mal loswerden. Und wir hatten vorher eben auch die Thematik, die Milz ist extremst anfällig für Nässe. In der TCM sagt man eben Nässe, Feuchtigkeit, Verschleimung. Und das heißt, der Magen, da kann auch zu viel Nässe da sein. Wenn ich viel Magenfeuer habe, habe ich sehr viel Hitze. Das sind Leute mit diesen ganz knallroten Lippen. Bei Jugendlichen sieht man das oft. Ganz picklige Haut und knallrote Lippen. Da ist unglaublich viel Magenfeuer da. Die schüren dieses Magenfeuer meistens auch noch mit Red Bull, mit Cola, mit Mackey, mit Fast Food. Da schüre ich unglaublich diese Hitze, diese feuchte Hitze im Magen. Und ihr könnt euch so vorstellen, diese Feuchtigkeit steigt dann auf. Und bei dir schaut es aus, als würde diese Feuchtigkeit sich jetzt beginnen zu lösen. Also, dass da wirklich, wenn du sagst, du erbrichst es sogar, wenn man schau einfach, wie es dir damit geht, wenn du sagst, es ist jetzt vom Gefühl her schon sehr unangenehm, dann würde ich mal zum Arzt gehen und einfach mal abklären lassen, ob da sonst alles in Ordnung ist. Aber von meiner Sicht schaut es aus, als wenn da wirklich deine Magenschleim hat, wie wenn die fast zu dick wäre, ja? Also einfach, wenn das so eine richtig dicke Schicht ist, wo alles Mögliche gespeichert ist und wie man die jetzt quasi regeneriert, könnt sich ungefähr so vorstellen, wie die Gebärmutter, die ja auch eine Schleimhaut aufbaut, aufbaut, aufbaut und dann während der Periode wieder abbaut quasi oder loslässt. Und ungefähr so schaut es bei dir gerade beim Magen aus. Dann zwei Fragen, die vielleicht zusammenpassen. Die erste ist: Ist bei Milchprodukten hauptsächlich Kuhmilch gemeint oder wäre Schaf-, Ziegenmilch eine Alternative? Und die zweite Es ist: ist eine Okay. Alternative, es ist aber trotzdem verschleimend. Also Milchprodukte gelten in der TCM trotzdem als verschleimend, auch wenn sie jetzt von Kuh oder von Schaf sind oder also von Ziege oder von Schaf ist. Es ist immer noch besser, aber nicht sonderlich sinnvoll. Also wenn ich merke, Milz steht eben auch sehr stark für die Lebensfreude und wenn mir die fehlt, wenn ich so Erschöpfungszustände habe, wenn ich unglaublich müde bin, wenn ich antriebslos bin, dann ist immer, dass die Milch sehr viel Nässe und sehr viel Feuchtigkeit hat. Dann würde ich mal generell empfehlen, die Kuhmilchprodukte und auch alle Milchprodukte wegzulassen. Also dann auch eben nicht jetzt Joghurt, Käse oder was auch immer, auch wenn es Schafkäse ist, sondern da wirklich mal zu schauen und zu sagen, ich lasse das mal alles weg, dass die Milch sich wieder erholen kann, dass die quasi wieder trocknet, mehr oder weniger. Stellt es euch so vor, Sie zeigen es jetzt gerade vom Bild. Ich habe euch vorher gesagt, die Milz kann man sich wie einen Schwamm vorstellen, auch von ihrer Funktion her, dass sie dass das Blut quasi da durchgepresst wird und dass die alten Blutkörperchen in dem Schwamm quasi wie hängen bleiben und abgebaut werden und das junge Blut durchgleitet. Und jetzt stellt euch einmal vor, ein Schwamm, ein Tafelschwamm, der ständig nass ist, oder ein Küchenschwamm, der ständig feucht und nass ist, ihr kennt es, wie der unglaublich grausig riechen anfängt. Und zu dieser Geruch, wo sich denkt, ich will gar nicht mehr hingreifen. Ungefähr so könnt sich eure Milz vorstellen. Und wenn das eben ständig feuchtelt und so grausig und nass ist, die sagt irgendwann, hey, ich kann einfach nicht mehr. Das heißt, die freut sich unglaublich, wenn sie mal wieder trocknen darf. Und wenn man das jetzt im Vergleich wieder mit dem Küchenschwamm nimmt, den auswindet, auf die Heizung legt, da ist es warm, da ist es trocken und der trocknet, der stinkt plötzlich auch nicht mehr. Also ungefähr so könnt sich die Milz vorstellen. Okay, und dann passend dazu, als Milchersatz wird oft Reismilch etc. genannt. Wie gut sind diese Produkte wirklich, da sie ja alle UHT-Qualität haben? Ja, es ist ein Ersatz. Die Frage ist eben zum Beispiel, du hast jetzt Sojamilch nicht genannt. Sojamilch wird extremst oft verwendet. Bei Soja ist es ja so, die Ursprungssojabohne ist genmanipuliert. Das heißt, da habe ich schon einfach veränderte Informationen drin. Jetzt kann man natürlich ärgern und sagen, naja, ist wurscht, die Ursprungssojabohne, die 50.000. Generation nachher hat eh nichts mehr. Wenn ich es jetzt aber über das Energetische eben sehe, das ist so wie bei DNA-Sequenzierungen, dann sind Veränderungen da. Das heißt, diese Information ist trotzdem da, dass da etwas verändert ist, dass das nicht mehr das Natürliche ist. Genauso wie jetzt, wenn ich Milch zum Beispiel ultra hoch erhitze, dann ist da eine Veränderung da und der Körper wird es nicht mehr als das ursprüngliche Natürliche erkennen. Bei Reismilch zum Beispiel, die ist allein von der Thermik her, Reis ist kühlend und ausleitend. Deswegen die Chinesen, die sehr viel Reis essen, logisch, die haben ein feucht
schwüles Klima. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel so wie ich jetzt gerade in Salzburg bin, wo es heute 10 Grad oder 11 Grad hatte, ja, und relativ feucht war und den ganzen Tag eher zu kühl und manchmal regnerisch, da ist kühl und ausleitend absolut kontraindiziert. Das heißt, bei so einem Wetter und bei so einer Klimalage oder bei solchen Klimaverhältnissen sollte man eher erwärmend essen. Das heißt, da ist es nicht sonderlich sinnvoll, das jetzt noch auszuleiten. Wenn ich jetzt natürlich ständig Reismilch trinke, dann habe ich auch einen kühlenden Effekt. Es schleimt nicht so stark wie Kuhmilch, aber ich kühle. Und die Milch mag, wie gesagt, warm und trocken. Von der Thermik her mag die Milch süß, genauso wie der Magen. Da würde die Reismilch wieder passen, weil die Reismilch wäre süß vom Geschmack her. Und süß ist eben nicht gemeint Zucker oder Zuckerprodukte oder Süßigkeiten, jetzt wie Schokolade und so etwas, sondern süß ist gemeint im Geschmack. Eine Karotte, wenn ich sie koche, ist von der Thermik süß. Das heißt, das sind Nahrungsmittel, die die Milz quasi nähren und stärken. Hirse stärkt die Milz, beziehungsweise Hirse ist trocknend, ist auch ausleitend, Feuchtigkeit ausleitend. Wenn ich eine Nässeproblematik habe, wenn ich eine Schleimproblematik habe, und das gilt generell im Körper, dann kann ich zum Beispiel Hirse anrösten. Das heißt, ich röste Hirse in der Pfanne an und koche sie dann erst, dann bekommt sie noch einmal mehr diese trocknende Wirkung. Was ist mit diesen Nussmilchen, Mandelmilch, Haselnussmilch? Sind die auch eher so kühl oder? Sind wärmender, was ist das Wort? Oh ja, ja passt, ich habe zu viel Ja. geredet. Ich weiß schon nicht mehr, ob es Deutsch ist oder nicht. Von den Mandeln her zum Beispiel, der Marzipan ist auch die Lunge. Mandeln sind befeuchtend zum Beispiel. Ja? Also für die Lunge, wenn ich jetzt eher einen trockenen Husten habe, ist Mandelmilch super. Wie gesagt, nährt meine Lunge. Die Walnuss schaut aus wie ein Hirn. Das heißt, Walnussmilch, wenn es das geben würde, weiß ich nicht, ob es das gibt, wäre zum Beispiel wieder für das Hirn stärker. Ne? Also von dem her, ja, kann ich nehmen. Ich muss halt nur einfach dran denken, es ist trotzdem eher befeuchtend und nicht trocknend. Das heißt, alle diese Milchsachen, so gut sie auch schmecken, sie sind eher feuchtigkeitsbildend. Und deswegen auch alles, was mit, weiß nicht, Spaghetti Carbonara oder irgendwelche Käsesoßen oder Einbrennen und auch Gulasch und solche Sachen, das ist alles sehr stark befeuchtend. Das heißt, wenn ich eine Feuchtigkeitsproblematik habe, dann ist es sinnvoll oder ratsam, das mal wegzulassen. Und das Problem ist in der westlichen Ernährung, wir hatten es eh auch vorher schon, wird sehr oft empfohlen, Frischkornbrei zu essen, rohes Getreide zu essen, Vollkornprodukte zu essen, viel frisches Brot ist eine absolute Katastrophe für die Milch, für die Milz. Also weil frisches Brot zum Beispiel mit Milchprodukten ist das super GAU für eure Milz und für den Magen. Weil da einfach so eine Nässe, eine Feuchtigkeit produziert wird. Und probiert es mal aus. Probiert es mal am Abend, am besten ein frisches Brot mit Butter, mit vielleicht noch irgendwie Zuckeraufstrichen, Marmelade oder irgend sowas dazu und ein Glas Milch dazu. Ihr werdet jetzt wunderbar schlafen nachher, weil einfach alles im Körper sagt, boah, ich kann nicht mehr. Ja? Und in der TCM nennt man das so, die Nässe erstickt das Feuer. Die Nässe quasi erstickt die gesamte Wärme. Das heißt, mein Magenfeuer, das für die Verdauung ist, die Milz, die ja für das Qi zuständig ist, für die Energie im Körper, ist einfach komplett ausgestaltet. Die ist wie erledigt. Die liegt, stellt sich vor, wie so einen ganzen fetten, dicken Menschen oder so einen Rollmops, der irgendwo liegt und sagt, boah, ich kann nicht mehr, ich bin vollgefressen. Ungefähr so geht es dann mild. Das heißt, diese ganzen kühlenden Sachen wie Rohkost, wie Joghurt, wie rohes Gemüse ist eine absolute Katastrophe für die Milz. Und von der Zeit her hatten wir ja vorher, wie gesagt, ich mache eben nicht die chinesische Uhr, sondern also Organuhr, sondern ich nehme die tibetische her. Das heißt, es ist immer eine Stunde versetzt. Deswegen nimmt man Magen ist von 8 bis um 10 Uhr in der Früh und die Milzzeit. Die Milz wird in der TCM, die hat keine eigene Bezeichnung, sondern die wird dem dreifachen Erwärmer zugeordnet. Das heißt, der gesamte Verdauungsapparat ist von 10 bis 12 Uhr. Daher kommt auch diese Regel, in der Früh sollte man gut essen oder eben wie ein Kaiser essen und am Abend möglichst wenig, weil die Füllezeit ist eben am Vormittag. Das heißt, die leere Zeit ist dann 8 Uhr, also 20 Uhr bis 22 Uhr vom Magen und 22 Uhr bis 24 Uhr von der Milz. Und wenn ich jetzt am Abend den ganzen Tag nichts esse, das ist etwas, womit ich die Milz auch unglaublich schädigen kann oder womit ich die sehr schwächen kann, auch den Magen. Nichts zu essen den ganzen Tag und am Abend dann übermäßig viel zu essen und dann im Idealfall, unter Anführungszeichen, noch Rohkost, weil Salat, das ist ja gesund, das ist ja Abend, ich darf ja nichts Schweres mehr essen, also mache ich mir eine große Schüssel Salat und esse nachher noch ein Joghurt mit, weiß ich nicht, Erdbeeren zum Beispiel, ja.
Eure Milz wird WO geben. Und ihr werdet jetzt eine unglaubliche Nässeproblematik entwickeln. Also deswegen regelmäßige Mahlzeiten, sagt man, sind für die Milz. Und Milz und Magen, gerade auch die Milz, die mag gerne eine gewisse Sicherheit. Milz ist eben auch dieses Mütterliche, die mag eine gewisse Struktur. Also wenn ich da einmal esse, einmal nicht esse, kann ich unglaublich mein Milz-Qi schwächen. Wie lange dauert es, bis die Milz sich erholt, wenn ich auf alles aufpasse? Also wenn ich da jetzt Das kann man auf nicht meine. über den Kamm scheren. Die Milz ist ein Yin-Organ und in der DCM ist es so, dass das Yin länger braucht als das Yang. Das heißt, zum Beispiel meinen Magen zu regenerieren, wird leichter sein. Das kann ich vielleicht in, sagen wir mal, 2, 3, 4, 5, 6 Monaten sowas schaffen. Von der Milz her zeigt es an, dass du wirklich das Milz-Qi komplett aufbaust. 8 bis 12 Monate. 1 bis 2 Jahre, das kann echt dauern. Also wenn der Milz-Qi wirklich schon sehr geschwächt ist, dann ist das etwas, was Zeit braucht. Ich kann es natürlich jetzt auch wieder energetisch unterstützen, weil ich habe ich eh schon oft gesagt, die Ernährung ist nur eine Säule. Die ist ein Aspekt des Ganzen. Genauso wie die Akupunktur zum Beispiel oder Massage ein Aspekt ist. Ich kann das jetzt natürlich verbinden. Das heißt, ich muss nicht jede Woche zum Akupunkteur gehen, sondern ich kann die Milzpunkte auch strömen. Und die Milzpunkte sind eben Energieschloss 14 und 13. Man sieht es jetzt nicht da, wenn ich mich so lege. Ich glaube, so sieht man es. Also die sind ziemlich übereinander. Dann kann ich mir da die Milz selber strömen. Und das mache ich genauso umgekehrt. Auf der anderen Seite auch. Genauso kann ich den Milzpunkt strömen, der ist beim Fuß. Das ist das Energieschloss 5, das ist da in der Mitte vom Fuß. Wenn das jetzt mein Fuß ist, wäre das genauso die Wölbung. Da einfach die Handfläche wie so draufhalten und die andere Hand auf das Steißbein. Das wären die Milzpunkte, um die quasi zu energetisieren. Das heißt, wenn ich jetzt weder die Zeit und wahrscheinlich auch nicht das Geld habe, jeden Tag zum Akupunkteur zu gehen, dann kann ich super die Milz damit mal aktivieren. Das heißt, wenn du auf die Ernährung achtest, wenn du jeden Tag die Milzenergie strömst, im Idealfall auch noch mit dem Mond. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn der Mond im Krebs ist, dass ich besonders auf meine Milz acht gebe und die Milz nähre und stärke mit Sachen, die ihr gut tun. Wenn ich dann noch vielleicht auch die energetischen Hintergründe oder die psychosomatischen Hintergründe anschaue, Milz und Magen sind eben immer die Thematiken eigene Sicherheit, mich selber versorgen, mir selber Geborgenheit zu geben, vielleicht mich auch abzunabeln von meiner Mutter, von meiner Partnerin, von meinem Partner, auf eigenen Beinen zu stehen. Der Magen steht auch eben für die Kommunikation, das heißt, meine Bedürfnisse auszudrücken und wirklich zu sagen, was brauche ich, was sind meine Wünsche, dann habe ich schon mal sehr, sehr, sehr viele Aspekte, wo ich meine Milz und den Magen stärken kann und wo es vielleicht dann nicht 1 oder 2 Jahre dauert, sondern wo ich vielleicht auch schneller dann schon auch Erfolge merke und feststelle, hey, ich habe auch wieder mehr Elan, ich habe wieder mehr Energie. Aber bitte keine Wunder erwarten, weil wenn, wie gesagt, schon einmal eine Schwäche vorhanden ist, ihr extremst erschöpft und müde seid und die Nässe eben schon so stark im Körper ist, dann ist das nichts, was eben in 2 Tagen weggeht. Ihr werdet allerdings relativ schnell eine Besserung feststellen, wenn man auf die Ernährung mal stark achtet, weil einfach, wenn ich nicht ständig wieder Feuchtigkeit nachschiebe in Form von Essen und die Milz quasi oder der Körper mal unter Anführungszeichen trocknen kann, dann kann es sein, dass ich relativ bald merke, dass, und das kann wirklich schon nach 1, 2 Wochen sein, vielleicht bei manchen sogar nach ein paar Tagen, dass ich spüre, hey, ich habe wieder mehr Energie, ich habe wieder mehr Lebensfreude und ich bin nicht mehr so antriebslos. Also das kann relativ schnell gehen. Und ihr kennt es sicher, wenn man auch im Urlaub ist oder wenn man irgendwo ist und man isst etwas und man denkt sich, wow, mir geht's so gut nach dem Essen. Unser DCM-Lehrer hat immer gesagt, die Leute im Westen glauben, dass es normal ist, nach dem Essen träge und schwer zu sein. Er sagt, das ist die falscheste Annahme, die man überhaupt haben kann. Weil was ist das Essen? Das Essen soll dich nähren, das Essen soll dich stärken. Das heißt, nach dem Essen solltest du eigentlich Energie haben und sagen, hey, cool, ich habe wieder Schwung für den Tag. Bei uns ist es meistens so, ich esse etwas und ich liege mal 2 Stunden flach, weil, wie gesagt, alles viel zu schwer ist, schwer verdaubar ist und nicht eben, weil es jetzt irgendwie vom Kochen her falsch zubereitet ist, sondern weil es oft Nahrungsmittel sind, die einfach Milz und Magen total schwächen. Oder weil uns die Energie fehlt, das Feuer fehlt, das überhaupt noch zu verarbeiten. Dann die Frage, die dazu passt gleich. Morgenmuffel, hat das was mit Milzschwäche zu tun? Ja, absolut. Morgenenergie, wenn die fehlt oder wenn die schwach ist, auch Mundgeruch. Das sind Magen-Milz-Thematiken.
So dieses schlechten Atem und Lasern und Ding, die brauchen dann interessanterweise oft, oder wenn die Kaffee trinken, dann senken die das noch mehr ab, weil bitter überhaupt nicht der Geschmack von Magen und Milz ist. Wenn ihr solche Leute schaut, ich gehöre auch dazu, ich kann Kaffee nicht bitter trinken, sondern wenn, dann trinke ich Kaffee mit ungefähr 6 Löffeln Zucker. Das heißt, es ist mehr Zuckersirup, als dass es noch Kaffee ist. Und der funktioniert. Also das ist dann so, wo der Magen sagt, passt. Nur wie gesagt, es hat einfach nur mehr, nicht mal mehr die Farbe von Kaffee, weil so viel Mandelmilch oder sonst was drinnen ist. Also sicher nicht ideal. Da ist es dann besser, zum Beispiel irgendeinen wärmenden Tee oder etwas zu trinken, zum Beispiel wie eben Kümmel, Anis, Fenchel ist vorher genannt worden. Brennnessel ist zum Beispiel ein Kraut, was die Milz und auch die Leber gleichzeitig stärkt, weil es blutreinigend ist. Und die Milz hat ja einfach eine sehr wichtige Funktion mit den Blutblättchen, mit den Blutkörperchen, auch mit den weißen Blutkörperchen. Die sind ja diese Abwehrpolizei im Körper. Oder zum Beispiel Wegwarte, Gundelrebe, das wären alles so Tees, die ich auch in der Früh trinken kann, auch um die Milz zu stärken. Im Idealfall, Sie sagen auch gerade, ist es natürlich, die auch am Abend zu trinken, einfach vorm Schlafen gehen, wo die leere Zeit ist. Dann vielleicht noch zu der Frage vorher, das mit dem Schleim und mit dem Erbrechen vorhin. Dieselbe Person hat das auch mit der Schleimwand in meinem Magen zu tun. Mir wird oft aufs Essen schlecht, obwohl ich vorher noch einen Gusto drauf hatte. Das heißt, ich koche etwas und kann es nicht essen, weil es mir graust und erbreche es wieder. Egal ob jetzt gesund oder meistens gesund. Hat nicht direkt mit dem Essen zu tun, sondern so wie du eh schon richtig gesagt hast, wo ist mein Magen so derartig voll? Wo, ihr könnt es euch so vorstellen, der Magen vom körperlichen her, auch von der schulmedizinischen Sicht wahrscheinlich, wenn die sagen, ist alles okay, ist nichts Dramatisches. Und jetzt stell dir vor, ich habe es heute beim Kurs wieder erklärt, es gibt 8 Ebenen. Und es ist eben, eines ist die körperliche Ebene, und dann gibt es die energetische, die mentale, die seelische, die energetische, die physische, also die rhythmische, die biochemische, die unbekannte Ebene. Und das kannst du dir als Haus vorstellen mit Etagen. Und jetzt geht man rein und sagt, die Körperebene, die erste Etage ist leer. Da ist nichts drinnen, weil ich habe nichts gegessen. Das heißt, in dem Magen, im Körper ist nichts drinnen. Jetzt kann es aber sein, dass die energetische Ebene, die emotionale Ebene, dass die so bummvoll sind, dass der Magen sagt, ich kann nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ich kann nichts mehr nehmen. Und Verdauungsbeschwerden sind immer das, was habe ich alles geschluckt, was habe ich Zeit meines Lebens lang geschluckt, was ich nicht verarbeitet habe, was ich nicht verarbeiten kann. Und da würde ich eben auch schauen, wenn ich jetzt eben gar nicht mehr essen kann und eben Essstörungen, egal ob das jetzt so ist, dass ich nichts mehr bei mir behalten kann, ob ich Essstörungen habe in Form von Bulimie, ob ich Essstörungen habe von Magersucht, das ist immer eine Disharmonie im Magen- und Milzstrom, aber auch in den Oppositionsorganen Zwerchfell- und Nabelenergie. Das heißt, mir fehlt da die Geborgenheit, mir fehlt da die Sicherheit. Und da kann man dann schauen, wo fehlt die mir? Wo ist die mir als Kind genommen worden? Wo habe ich gemerkt, ich muss quasi Leistung bringen? Es ist ein Erwartungsdruck da, ich muss funktionieren, ich muss etwas machen, damit ich anerkannt werde. Und Magen und Milz stehen eben auch sehr stark für die eigenen Bedürfnisse. Das heißt, wenn du jetzt solche Magenprobleme hast, dann schau mal, wo kannst du deine eigenen Bedürfnisse artikulieren? Wo ist vielleicht darüber gelacht worden? Wie oft ist es, dass man als Kind oder als Jugendlicher sagt, ich hätte das oder das gern, ich würde das oder das gern machen, und dann wird es belächelt oder man wird für etwas ausgelacht. Ich werde nicht mehr so oft über meine Bedürfnisse kommunizieren. Und das sind alles Themen, die sich dann eben auf die Verdauung und auf den Magen schlagen. Sämtliche Magen- und Darmproblematiken, Verdauungsthematiken sind immer mit Stress gekoppelt. Das heißt, es hat immer mit Stress zu tun, es hat mit Sorgen zu tun und hat eben auch mit Ängsten zu tun. Der Magen steht nämlich auch für die Fülle. Die Fülle jetzt nicht nur im Gewicht, das heißt, ich bin zu dick oder ich habe zu viel, sondern das ist wirklich auch so die innere Fülle, der innere Reichtum, steht auch für das Finanzielle. Also wenn ich finanzielle Sorgen habe, hatten wir schon bei den anderen Organen, aber Magen steht auch dafür. Ich hoffe, das ist halbwegs beantwortet. Also ich würde in dem Fall, wenn das so ist, dass der Körper sagt, ich kann da nichts mehr aufnehmen, mentale, emotionale, ich schaue jetzt noch gerade, wo es her ist. Seelische, energetische. Die energetische Ebene ist es bei dir. Und zwar, das schaut aus wie wenn ein Tor offen ist. So eine Person ist massiv da, aber es sind auch noch andere Personen. Und das schaut aus, wie wenn die ihren ganzen Mist rüberschieben. Das heißt, die schieben dir alles in deinen Magen hinein. Du hast zwar Hunger, kannst aber nichts mehr essen, weil der Magen energetisch voll ist.
Das heißt, ich würde da mal schauen, wo hängen so viele Personen in deinem System drinnen oder wo glaubst du, für andere da sein zu müssen? Magen und Milz ist eben auch dieses Umsorgen. Ich tue für andere, ich sorge für andere, ich schaue auf andere. Und das kann sehr oft einfach dieses Thema sein. Ich kümmere mich so viel um andere, dass ich mich gar nicht mehr um mich selber kümmere. Und sehr oft ist es dann, wenn dann der Körper so stark reagiert, eben so wie es in deinem Fall mit Erbrechen, dass ich nichts mehr bei mir behalte, dann beginne ich hinzuschauen. Das sind dann so die Symptome, wo man dann sagt, okay, jetzt sollte ich vielleicht echt mal hinschauen, was ist da der Grund dahinter. Aber es schaut echt aus, wie wenn da auf der energetischen Ebene alles Mögliche bei dir reingeschoben wird. Also da würde ich mal arbeiten und das mal zumachen. Und auch schauen, wo schluckst du quasi, oder kann man generell schauen, wenn man so Magenthematiken hat, wo schlucke ich Gefühle, wo schlucke ich Impulse, wo schlucke ich meine Bedürfnisse, meine Wünsche, die ich gerne aussprechen würde, wo hat man sich eben über mich lustig gemacht. Ihr könnt auch für euch Da generell passt schauen. vielleicht Ja? da gleich die Frage dazu. Bin hin und her gerissen, ob ich an Leber-Galle arbeiten soll oder an der Milz. Es gibt ein Refluxproblem, bin zu schwer, Metabolismus, Eisen. Wo anfangen? Da ist wieder der Punkt, wo ich euch vorher gesagt habe, wenn man durch diese Organe jetzt durchgeht, eben bei diesen Seelenkonferenzen, sind ganz viele jetzt schon gewesen, die gesagt haben, Hilfe, wo fange ich an? Weil es spricht mich gerade alles an. Irgendwie sind alles meine Themen. Dann wirklich zu schauen, okay, was ist mein Hauptthema? Ist es gerade mein Gewicht? Stört mich gerade der Reflux? Und dementsprechend dann mal sagen, okay, wo fange ich an? Das heißt, ich kann auch für mich hergehen und sagen, ich gehe wirklich mal abwechselnd und arbeite einen Tag mit der Leber und mit der Galle, einen Tag mit Magen und Milz. Ich kann auch in der Früh mit Magen und Milz arbeiten und am Abend mit Leber und Galle. Indem ich sage, ich ströme mal und diese Strömsequenzen können 5 Minuten dauern, können 10 Minuten dauern. Das muss nicht ewig lang sein. Und dann eben auch vielleicht während des Strömens schauen, was kann ich da geistig alles rausräumen, kann ich aus den Organen rausholen. Und eben Leber ist, wie gesagt, schwierig. Denn das ist genau das, wo es dann in der DCM sehr differenziert wird oder sehr schwierig wird, zu differenzieren und zu schauen, was gebe ich dann noch an Ernährungsempfehlungen. Weil die Milz mag süß. Die Leber mag bitter, die Milz mag überhaupt kein Bitter und der Magen meistens auch nicht. Das heißt, da muss ich dann schauen, dass ich einfach etwas finde, wo ich eine Kombination habe oder wo ich sage, was vertrage ich wo, wann gerade. Das heißt, da wird es nicht sinnvoll sein, ständig bitter und kalt zu essen, was vielleicht für die Leber im Moment ganz gut wäre, sondern da muss ich halt schauen, wie kann ich das dann kombinieren. Dass ich zum Beispiel sage, ich esse etwas Bitteres, das würde zum Beispiel Löwenzahn anfallen oder ich trinke Löwenzahntee, einfach mal um die Leber zu klären. Nehme vielleicht Brennnessel dazu, damit habe ich gleich Milz und Leber abgedeckt. Und dann zu schauen, ich nähre mich. Und die Leber freut sich auch, wenn sie genährt wird. Und zwar jetzt eben nicht mit Industriezucker und mit Alkohol, mit Red Bull oder mit sonstigen, sondern mit gekochten und warmen Speisen. Und da können Sie zum Beispiel dann kombinieren, dass ich sage, ich nehme süße Lebensmittel her, also süß thermisch gesehen, also Gemüse oder eben jetzt Hirse und so. Und gebe dann ein bisschen etwas Bitteres dazu. Oder gebe einfach ja, Gewürze dazu. Also so kann man dann ein bisschen beginnen zu spielen. Und schauen, immer für dich selber schauen, wo habe ich gerade das Hauptthema und da mal beginnen. Es ist dadurch, dass alles miteinander verbunden ist, es ist nie verkehrt, wo du beginnst. Du kannst immer jederzeit einsteigen und man kann eben auch jederzeit mit dem Mond einsteigen. Dass ich sage, wenn der Mond heute im Zwilling ist, dann fange ich heute eben mit meinem Magen an. Wenn der Mond im Wassermann ist, dann fange ich mit der Galle an. Wenn der Mond eben im, weiß ich nicht, Steinbock ist, fange ich mit dem Nabel an. Und da quasi durchgehen. Weil, wenn, ihr seht es eh, ich meine, ihr habt jetzt langsam immer mehr die Zusammenhänge. Ich schaue gerade, wo ich das Bild habe. Es ist, warte mal, das ist einfacher wahrscheinlich. Es ist alles mit allem verbunden. Es sind alle Elemente mit allem verbunden. Das ist auf dem, vielleicht sieht man es da besser, wo diese ganzen Zyklen auch noch sind. Ja? Das heißt, heute sind wir bei der Erde. Erde ist Magen und Milz. Da habe ich Lunge und Dickdarm, da ist das Metall. Da habe ich Niere und Blase, das Wasser. Da haben wir die Leber und die Galle beim Holzelement und Feuer und Dünndarm kommen wir noch. Und da ist eben, ihr seht, alles mit allem verbunden. Also ich mache nie einen Fehler, wenn ich jetzt sage, ich fange heute mit der Leber an und ich fange mit dem Holzelement an. Oder ich fange jetzt da an. Es werden sich alle anderen Elemente und alle anderen Organe immer mitfreuen.
Also ich kann nichts verkehrt machen, wenn ich eben sage, ich fange jetzt mit einem an und gehe einfach weiter. Besser ist es immer, ich tue was, als zu sagen, ich bin überfordert mit wo fange ich an, ich fange gar nicht an. Also deswegen irgendwo starten. Frage, es gibt ja Menschen, die ganz schnell stark schwitzen. Wird da ein zu viel an Feuchtigkeit der Milz wortwörtlich nach außen transportiert? Wenn Menschen zu stark schwitzen, Ja, ob das dann quasi die Milzfeuchtigkeit nach außen transportiert wird oder ob das was anderes ist. Nicht direkt die Milzfeuchtigkeit. Die Milz steht schon noch für die Körpersäfte, mehr die Leber eigentlich, die Säfte oder das Blut auch reguliert. Das Schwitzen ist ein Ausscheiden. Wir haben gehabt, die Haut ist die oberflächliche Haut quasi, ist der ersten Tiefe zugeordnet. Und die zweite Tiefe ist die tiefere Hautschicht. So, und die Haut ist eben ein Kommunikations- und ein Ausscheidungs- und ein Aufnahmeorgan. Das heißt, Schwitzen, ich scheide etwas aus. Wenn ich viel schwitze, versucht der Körper etwas loszuwerden. Das ist aber meistens jetzt nicht, dass es ein zu viel an Feuchtigkeit ist, sondern das ist meistens ein zu viel an Mist, an Ablagerungen, an von der Ernährung, wurscht, ob das jetzt Schwermetalle sind, ob das Sachen sind, die Antibiotika zum Beispiel, die in Nahrungsmitteln sind oder in Rückstände von irgendwelchen Sachen, das versucht der Körper eher daraus zu bekommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass er die Feuchtigkeit auszuschwitzen versucht. Also Schweiß ist weniger. Feuchtigkeit sieht man sehr oft, vor allem bei Kindern, wenn die das Naserinnen haben. Wir hatten letztes Mal auch die Lunge, ist dafür da, das Qi abzusenken. Das heißt, die Milz, Entschuldige, linke Seite. Die Milz ist dafür da, das Qi zu verteilen. Das heißt, die Milz gewinnt aus der Nahrung das Licht quasi und das Qi. Licht, Qi ist mehr oder weniger das gleiche oder Prana oder wie auch immer man es nennen mag. Und das wird im Körper verteilt. Und wenn die Milz jetzt schwach ist, dann kann die Energie nicht wirklich verteilen. So, die Lunge sagt dann, ich habe nicht wirklich was zu verteilen, beziehungsweise ich bin auch zu schwach, weil Milz und Lunge hängen auch zusammen. Das heißt, Zwerchfell, wenn ich einatme, geht auch die Milz mit hoch. Das heißt, sie wird mitbewegt. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, eine schwache Milz habe, auch eine schwache Lunge habe, weil, ihr seht es jetzt da wieder, Lunge ist Metall und Erde ist Milz. Die Erde ist der Fütterungszyklus, das heißt, die Erde würde die Lunge nähren. Magen und Milz können die Lunge und den Dickdarm nähren. Umgekehrt ist aber auch der Erschöpfungszyklus. Das heißt, es kann die Lunge und der Dickdarm kann die Milz auch schwächen. Das heißt, ihr seht, sie sind in direktem Zusammenhang. Und wenn ich jetzt dann eine geschwächte Milz, eine geschwächtes Lungen-Qi habe und das nicht mehr abgesenkt werden kann, dann staut sich das Qi und die Feuchtigkeit eben auch da. Das heißt, das kann nicht mehr, die Säfte werden nicht mehr runtergebracht und bei den Kindern ist dann diese Rotznase ständig. Und das sieht man zum Beispiel sehr oft mit Bananen. Bananen verschleimen unglaublich stark, generell Südfrüchte. Also alle, die gerne Südfrüchte essen und die ständig aber trotzdem erkältet sind, das hat mit der kühlenden Wirkung zu tun und mit der Thematik, dass die roh sind und dass die Milz überhaupt nicht verträgt. Und die Kombination, die man Kindern sehr oft gibt, Joghurt mit Bananen und Zucker, ist der Garaus quasi für jede Milz, für jede Lunge. Und das sind die Kinder, denen der Schleim dann schon überall rauskommt, die schon diese richtigen Rotzglocken da ständig da hängen haben. Und wo sich dann die Mütter oft, ich weiß nicht, ich mache eh schon alles und ich tue und ich packe das Kind eh schon ein und es ist eh schon ständig behütet. Und das sind dann die Kinder, die schon bei, weiß nicht, 25 Grad noch mit Schal und mit Mütze und so herumrennen. Das hilft nichts, die von außen einzupacken, sondern die haben so viel Feuchtigkeit innen, die sind quasi wie ja, so ein stinkender Schwamm, wo alles schon rauskommt. Also die Feuchtigkeit kommt nicht direkt über den Schweiß, das ist dann mehr, kann über die Nase sein. Was es natürlich auch sein kann, ist Ausfluss. Also bei Frauen, wenn eine Ausflussproblematik da ist, ist es immer eine Feuchtigkeitsthematik. Also wenn ich zu Ausfluss neige, da kann man jetzt differenzieren. Weißer Ausfluss, sagt man, wäre feuchte Kälte. Und gelber Ausfluss ist feuchte Hitze. Und das ist genauso, trifft auf die Nase zu. Das heißt, wenn ich diesen klaren Schleim habe, diesen weißlichen Schleim, dann ist es eher der von der Kälte, feuchte Kälte. Wenn der grün-gelblich ist, dann ist es Hitze. Und man sieht sehr oft zum Beispiel, wenn ihr krank gewesen seid, wenn ich Fieber hatte oder irgendeinen Infekt hatte, dass zuerst ist die Nase verstopft und irgendwann kommt so richtig dieser gelblich-grüne Schleim raus. Das sind die Bakterien und das ist die Hitze quasi, die der Körper da versucht rauszukriegen.
Da passt vielleicht gleich. Ich bin seit Wochen total müde und habe oft erhöhte Körpertemperatur. Kann das eine Milzthematik sein? Hast du eine Idee, was es mit dem leichten Fieber auf sich hat? Leichtes Fieber, das heißt gerade, es geht eher auf die Nieren. Das hat eher mit der Nierenenergie zu tun, diese leichte Müdigkeit. Das schaut aus, wie wenn da ein latenter Infekt vorhanden wäre und der Körper kriegt es nicht wirklich raus. Der Körper ist zu schwach. Fieber ist zum Beispiel so, das ist nichts Negatives, sondern wenn man hohes Fieber, also wenn man hoch fiebern kann, dann zeugt es von viel Qi, dann zeugt es von einer Stärke, weil das System stark genug ist, die Bakterien, stellt es euch so vor, Fieber ist wie ein Hochofen, der alle Bakterien verbrennt. Bei 40 Grad werden die Bakterien relativ schnell verbrennen, wenn mein ganzer Körper glüht. Wenn ich jetzt aber gerade mal 37 Grad zusammenbekomme, werden die Bakterien sich denken, ja, es ist gerade unangenehm, wir verziehen uns einmal noch weiter in irgendwelche Organe irgendwo hinten hinein und wir bleiben und warten einfach ab. Das heißt, der Körper versucht ständig mehr oder weniger eine Infektion etwas rauszubekommen, kriegt es aber nicht wirklich raus. Das heißt, da würde ich mal schauen, wo ist diese Infektion? Nieren sind es nicht. Schon eher im Darmbereich, also eher Unterleib irgendwo aus. Fange auch gerade an, meinen Unterleib zu spüren. Also da würde ich mal schauen, wo da ein Infekt oder etwas ist. Das kann zum Beispiel auch dann, wurscht jetzt, ob es Feuchtigkeit in der Gebärmutter ist, das kann eine Entzündung bei den Eierstöcken sein, das kann eine Pilzthematik sein, irgendwo, wo einfach etwas ist, wo ein Herd ist, den der Körper versucht zu bekämpfen und nicht wirklich rausbekommt. Aber schaut, wie gesagt, gerade nach Nieren auch aus. Also, und Nieren würde auch dafür sprechen, weil die Nieren sind das Ausscheidungsorgan. Und wenn der Körper eben etwas versucht rauszubekommen, müssen die Nieren auf Hochtouren arbeiten. Und die tun und machen und werken und geht aber einfach nicht. Und der Körper kriegt die Temperatur nicht hoch. Also da würde ich mal schauen, ausleiten oder schauen, wo ist dieser Herd denn vorhanden. Und weil wir vorher im Vortrag auch über die Knie geredet haben, die Frage, wenn die Knie knacksen beim Hinknien oder beim Wiederaufstehen, wäre das eine Magenschwäche? Nicht unbedingt. Das hat nur mit der Flüssigkeit wieder zu tun. Wir hatten das letzte Mal bei Lunge und Dickdarm, die ja auch für die Blutzirkulation zuständig sind, wo man sagt, auch bei der Wirbelsäule hatten wir es, Entschuldige, beim Sympathikus. Wir hatten es bei der, ich weiß nicht, Lunge und Dickdarm, das letzte Mal war Wirbelsäule, wo die Blutzirkulation eben über die Extremitäten geht und die Wirbelsäule und die T9 bis C12, also Brustwirbel 9 bis Brustwirbel 12, ist für die unteren Extremitäten zuständig. Und wenn eine Blockade in der Wirbelsäule ist, eben in diesem Brustwirbelbereich, dann kann es sein, dass die unteren Extremitäten nicht mehr gut versorgt sind mit Blut und eben auch mit Flüssigkeit, mit Feuchtigkeit. Und dann kann es sein, dass eben ein öfteres Knacksen vorhanden ist. Das heißt, da würde ich mir die Wirbelsäule auch anschauen. So, und wenn du jetzt aber schaust, Brustwirbel 9 bis 12 ist ziemlich in der Höhe vom Magen. Jetzt kann ich wieder schauen, wer beeinflusst wen? Sind es die Wirbel oder ist der Magen der Thematik? Also ihr seht jetzt, da schließt sich dann wieder der Kreis. Das heißt, ja, kann natürlich auch eine Magenthematik sein, aber jetzt nicht, dass die knacksenden Knie, quasi, dass der Magen schuld ist, dass die Knie jetzt knacksen, sondern da hängt einfach mehr zusammen. Das heißt, wir haben das letzte Mal auch gehabt, der Sympathikus und der Parasympathikus. Der Sympathikus vom Nervengeflecht, der eben zuständig ist für viele Organe, Lunge, für Magen, für die Milz, alles, was da dran, Dickdarm, was da dran hängt und der über das Reizleitungssystem auch über die Wirbelsäule geht. Das heißt, wenn jetzt der Magen Stress hat, dann ist quasi die Magenenergie und der stresst ständig über den Sympathikus und sagt, hallo, Stress, 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 ich bin irgendwie unrund. Das geht quasi über die Wirbelsäule, geht da auf die Brustwirbel, das versorgt weniger die Gelenke und die Gelenke fangen an zu knacksen. Also ihr seht, es ist so ein bisschen ein Umkehrschluss und jetzt nicht direkt der Magenmeridian. Wobei, ich kann euch jetzt nochmal zeigen von der Zeichnung her. Der Magenmeridian, wie gesagt, Magen ist wirklich so das Geborgenheit, der mütterliche Aspekt, so die Mutter, die mich hält, die mich versorgt und geht eben über die Knie hinunter in die Füße. Also ja, kann zusammenhängen, aber dann würde ich eben auch auf mehreren Ebenen schauen. Würde mir den Magen anschauen. Würden wir auch die Wirbel anschauen und dann sollten auch die Knie besser werden. Die Knie sind ja auch wieder von der Thematik her, wo beuge ich mich, wo stehe ich nicht zu mir, wo knicke ich ein, im wahrsten Sinne des Wortes, und wo macht mir mein Körper mit diesem Krack
netten Geräusch schon quasi klar, so, du verbiegst dich schon wieder, du brichst gerade wieder ein. So, und da kann ich schauen, und da ist wieder Magenthematik, wo stehe ich nicht zu meinen Bedürfnissen, wo traue ich mich nicht, meine Wünsche, meine Bedürfnisse auszusprechen. Also ihr seht, es ist alles wunderbar immer verbunden. Also, und es ist egal, ob ich jetzt bei der Wirbelsäule anfange oder ob ich eben vor allem beim Magen anfange oder ob ich sage, mir tun meine Knie weh und merke, okay, über die Knie muss ich meinen Magen einstimmen. Also. Dann eine Frage. Ich stelle mich dann mal neben meinen Körper, restarte den und übernehme den dann wieder geheilt. Geht das? Wenn es so einfach wäre. Der Punkt ist, wir hatten das auch heute beim Kurs, von wegen, warum muss das immer so kompliziert sein? Kann ich nicht da irgendwo eine Methode irgendwie Ihnen sagen, jetzt mache ich das so und dann ist alles in Ordnung. Das Thema ist, wir sind hier, weil wir Erfahrungen sammeln wollen. Das heißt, die Seele braucht eine gewisse Zeit oder möchte einfach Erfahrungen sammeln. Und Erfahrungen sammeln heißt aber auch, dass ich dieses Bewusstsein dafür entwickle. Weil einfach nur, wenn jetzt mein Magen wehtut, und ich sage, ah ja, die Margarete hat gesagt, ich brauche mich nur in den Heilraum stellen und ich räume alles aus und dann passt das wieder. Dann wäre das zwar eine sehr einfache und sehr geniale Methode. Der Punkt ist nur, ich habe nicht verstanden, warum hat mein Magen diese Thematiken? Wo ändere ich denn etwas? Das heißt, es bringt nichts, meinen Körper einfach neu zu starten, weil du müsstest damit alle deine Glaubenssätze, deine Muster, deine Programmierungen, deine systemischen Verstrickungen mit Familie, mit Partnern, mit Kindern, mit ich weiß nicht was, ja, du müsstest alles neu starten. Und das ist genau dann das, was passiert, wenn Leute zum Beispiel Selbstmord begehen. Das ist so ein, ich kann nicht mehr, ich will einen Neustart machen. Das ist dann mehr oder weniger, ich gehe aus dem Leben raus, weil mir das hier alles zu viel ist. Ein geistiger Neustart wird funktionieren, aber nur so weit, wie deine Seele sagt, ja, okay, die drei Themen darfst du jetzt loslassen, aber wir haben noch ungefähr 20 andere hier. Also, nein, leider kann ich euch nicht sagen, dass das funktioniert. Ich reboote und restarte alles und sage, und jetzt ist es wieder da. Ihr könnt euch natürlich nur vorstellen, wenn ich jetzt mit meinen Organen rede, wenn ich mit mir selber mich beschäftige. Wir haben das heute wieder auch gehabt, das Thema. Stellt es euch vor, ein Haus, das ist euer Körper. Der Magen, sagt man auch, ist quasi der Tempel der Seele oder des Körpers, der eben dieses Irdische verkörpert und manifestiert. Und dieses Haus gehört gewartet. Weil schaut euch eure Wohnung oder euer Haus an. Wenn ich das 3 Jahre lang nicht putze, dann wird überall Dreck und Staub und Spinnen und keine Ahnung was sein. Dann wird es relativ lange dauern, bis ich das mal sauber bekomme. Wenn ich jetzt aber jeden Tag in dem Haus wohne, wenn ich da drinnen bin und jeden Tag aufräume, jeden Tag mal ein bisschen Staub wisch oder mal Staub saug, dann wird das Ganze nicht mehr so dreckig werden. Das heißt, viele von euch, die jetzt da dabei sind oder die zuschauen, sind, sagen wir mal, 20 plus, 30 plus, 40 plus, 50 plus und ihr fangt jetzt an mit euch arbeiten. Das heißt, die meisten haben schon mal mindestens 20 Jahre, wo dieses Haus wahrscheinlich nicht gesäubert worden ist. Ja? Und das dauert einfach, bis ich das mal quasi auf ein Grundlevel bekomme. Also deswegen, ich merke selber, ich darf mich da auch mal wieder an der Nase nehmen und ich arbeite echt schon lange und viel mit mir. Es ist so diese Geduld. Wir sind so, ich habe 30 Jahre lang alles ignoriert und wirklich so auf Scheiß da nichts, ist eh egal, weil pff, was tut es mir weh, die anderen haben die Probleme oder auch immer typisch Jugendliche, so dieses mit 12, mit 13, mit 14, was redest du von Magenproblemen, ich trinke Cola so viel ich will, ich habe ja gar nichts, tut mir ja alles nichts weh. Mit 25 schon, naja, ich spüre es schon vielleicht langsam. Oder mit 35, okay, Red Bull und Cola gehen gar nicht mehr. Und Alkohol vertrage ich schon seit 5 Jahren nicht mehr. So, da merkt man dann, funktioniert nicht mehr so ganz gut. Und da ist der Punkt, ich habe es trotzdem 15 oder 20 oder 30 Jahre lang ignoriert. Vielleicht sogar 50. Dann darf ich nicht erwarten, dass es innerhalb jetzt von, ah ja, wir machen jetzt diese Seelenkonferenzen und ich arbeite jetzt einmal 3 Wochen lang dran. Und jetzt ist plötzlich alles in Ordnung. Es geht eh sehr schnell. Der Körper spricht sehr, sehr schnell auf dieses Arbeiten an. Und so wie manche von euch auch spüren, es arbeitet eh oft schon vorher. Das heißt, es fängt ja eh schon im Feld zu arbeiten an. Nur, ich darf mir halt bewusst sein, 30 Jahre lang nichts tun, das Haus ist nicht an einem Tag wieder aufgeräumt oder entmistet. Okay, dann warte mal. Eine Saftkur wäre reinigend, aber ist ja auch Rohkost und wäre dann schwächend für die Milz, oder? Yep. Ist für die Milz kontraproduktiv. Für die Leber ja.
Das heißt, wenn ich eine gestaute Leber habe, wenn ich ein eher cholerischer Typ bin, ihr könnt auch unterscheiden, die Menschen, die blass sind, die eher aufgeschwemmt sind, eher schwammig sind. Das sagt man, ist feuchte Kälte. Da ist eine Feuchtigkeitsthematik da. Und Hitze sind die Leute, die trockene Haut haben, rote Gesichtsflecken zum Beispiel, rote Haut, eher cholerisch vom Typ her sind, während Milztypen oder so Feuchtigkeitstypen eher ruhig und sanft sind. Das heißt, wenn ich jetzt so ein cholerischer Typ bin, dann wird der eine Saftkur super vertragen und dem wird auch die Energie plötzlich einschießen, der wird sich fühlen, wie wenn er Bäume ausreißen könnte, der wird sich denken, wah, ich bin wieder, wie, weiß ich nicht, 15 und habe alle meine Energie und meine Hormone wieder. Das ist allerdings auch ein Typ, der wahrscheinlich die meiste Zeit Fleisch isst, der Getreide isst, der sehr, sehr erdige Nahrung isst, ja, und die auch gut verwerten kann. Da ist die Leber eher gestaut, da ist diese Hitze da. Wenn jetzt aber meine Milz geschwächt ist, dann ist die meistens bei Frauen deshalb geschwächt, weil die Frauen, wir neigen alle dazu, eher Salate zu essen, Rohkost zu essen, gesund zu essen, indem wir nur Joghurt und solche Sachen zu uns nehmen. Das heißt, damit schwäche ich ständig mein Milz-Qi. Und dann ist eine Saftkur absolut kontraindiziert. Ich kann eine Saftkur machen, wenn es draußen, weiß ich nicht, von mir aus 30 Grad hat, wenn es relativ warm ist und dann vielleicht mal 3, 4 Tage. Und selbst da wäre ich sehr, sehr vorsichtig und ich würde es maximal einen Tag zum Beispiel machen. Dass du sagst, ich habe jetzt wirklich mit meiner Leber Probleme oder mit meinem Darm, dass ich sage, ich mache mal eine Art Saftkur und mache das mal für einen Tag, aber ich würde es absolut nicht 2, 3 Wochen lang machen oder ein paar Tage lang machen. Das kann für die Milz schon echt unangenehm sein. Da dann besser Suppen. Wenn ich sage, ich mache also quasi, ich möchte nichts essen, rein fasten kann ich nicht, weil mir das zu wenig ist, dann besser Suppen nehmen. Und da kann ich zum Beispiel dann auch schauen und kombinieren, wenn ich sage, ich möchte, ich kann Gemüsesuppen genauso verwenden. Ja? Das heißt, es wäre etwas Gekochtes, kann aber Zucchini, die zum Beispiel kühlend sind, im Sommer eine Zucchinisuppe nehmen. Die darf dann aber bitte keine Zucchini-Cremesuppe sein, ja? Wo ich dann kiloweise noch Schlagobers und Creme fraiche und ich weiß nicht, was reinhaue. Ja? Da wird die Milz wieder sagen: Danke, ich steige aus, ist nicht mein Programm. Also klare Suppen, mehr oder weniger. Habe seit Jahren Schmerzen in der Brustmuskulatur, ausgelöst oft durch Fehlhaltung oder übermäßigen Sport, zum Beispiel Radfahren. Kann das auch eine Milzthematik sein? Nein, da sind die Faszien von der Lunge, von den Rippen, das schaut aus, wie wenn das bei dir alles verklebt wäre. Also das schaut aus, wie das geht über die Rippen da vorne. Radfahren ist generell auch so eine Haltung, ich gehe in dieses Gebeugtsein vor. Viel sitzen, viel Büroarbeiten, aber eben auch Radfahren, dieses ständig da nach vorbeugen oder auf dem Lenker, ist meine Brustmuskulatur quasi wie überspannt, weil die nach vorne zumacht und da vorne zieht sich alles zusammen. Zwerchfell, Lunge, wird alles gequetscht. Das heißt, da wäre dann der Fall, sicher gut zum Beispiel Yoga zu machen und diese Ausgleichsübungen zu machen. Das wird am Anfang wahrscheinlich nicht gehen. Da gibt es eine Yoga-Übung, wo man sich quasi nach hinten also nicht überstreckt, aber quasi nach hinten beugt. Nicht jetzt die Brücke, sondern wo ich mich hinknie und dann mit den Händen auf die Fersen greife. Da dehne ich ganz stark meinen Brustkorb auf. Da ist nur die Frage, kann ich das gleich am Anfang machen oder nicht? Ja? Also, und sehr vorsichtig bitte sein und nicht gleich jetzt unaufgewärmt und sagen, ah ja, ich probiere es mal und irgendwas bleibt hängen. Aber da würde ich dann quasi im Gegenzug arbeiten und ich sage, das ist alles so derartig blockiert, dass ich mal schaue, ich kriege mein Zwerchfell auf. Also das ist mehr Zwerchfell-Lungen-Thematik als Milz-Thematik. Dann eine andere Frage, weil wir auch über Mund und Speiseröhre etc. geredet haben. Was ist, wenn man bei der Geburt einen Wolfsrachen hatte, das heißt kein Halszäpfchen? Ah, das ist interessant. Ist es nachgewachsen? Nein, wahrscheinlich nicht. Schaut einfach aus, wie wenn es nicht ausgebildet ist. Ich kann jetzt aber nicht sagen, warum das nicht da ist. Das schaut aus, wie wenn es drinnen stecken geblieben wäre. Also wie wenn es nicht nach innen gewachsen, aber schaut aus, wie da, wo das Zäpfchen ist. Schaut es irgendwie aus wie so ein Stück, das nach innen gewölbt ist und da einfach ist und einfach nicht rausgekommen ist. Das ist ähnlich wahrscheinlich wie, weiß ich nicht, wie bei Kindern zum Beispiel manchmal ist, dass nur ein Hoden da ist oder einer nach innen gewachsen ist.
Also, aber könnte ich jetzt nicht sagen, was das mit Nils oder so, das zeigt jetzt nicht an, dass der eine Mathematik oder dass das dahinter ist. Dann die Frage, sind momentan auch die externen Energien für Temperaturschwankungen zuständig oder ist das immer aus dem Inneren? Die Temperaturschwankungen nehme ich jetzt mal an, auf den Körper bezogen, so quasi Hitzewallungen oder heiß oder kalt. Einerseits ja, es ist für den Körper natürlich anstrengend zwischen Sonnenschein und 25 Grad und dann plötzlich in der Nacht nur mehr 5 Grad und windig und kalt und nass. Also ja, hat natürlich damit zu tun. Es ist aber gerade generell eine sehr starke Zeit, was Ängste angeht. Wir haben das ein paar Mal jetzt schon gehabt. Durch den Coronavirus ist ein unglaubliches Angstfeld entstanden, wo einfach so viel Panik ist. Und was haben wir gesagt? Panik und Angst schwächt das Immunsystem. Immunsystem hat auch wieder mit meinen Hormonen zu tun, beziehungsweise mein Hormonhaushalt und Leber ist ja auch wieder Wut. Und was ist denn passiert jetzt durch Corona? Viele haben vielleicht die Arbeit verloren, sind auf Kurzarbeit geschickt worden, durften nicht rausgehen. Das heißt, da kann ich nicht meine Produktivität, meine Kreativität leben und unterdrücke Sachen. Das heißt, meine Leber fange ich an zu spüren. Der Hormonhaushalt ist damit blockiert oder der Stoffwechsel funktioniert nicht. Und das heißt, diese Hitzewallungen oder dieses plötzliche Aufschießen ist wie an der Körper zeigt auf und jetzt kommt die Energie hoch. Jetzt ist plötzlich die Wut, die an die Oberfläche will. Oder es ist plötzlich eine totale Kälte da. Kann sein, dass ich dann spüre, wo bin ich innerlich so kalt? Wo bin ich innerlich ein Eisblock? Oder wo bin ich innerlich stumpf geworden? Wo bin ich innerlich abgekühlt? Dass mich gewisse Dinge gar nicht mehr berühren. Und dieses nicht mehr berühren ist zum Beispiel, schaut sich die Nachrichten an. Man jetzt hat mal 3 Monate lang fast nur mehr von Corona und so gehört, wo viel eben Angst und Panik dahinter war. Aber schaut mal bei den Nachrichten an sich, wo gibt es gute Nachrichten? Da wird ein Kind umgebracht, da sind so und so viele Leute gestorben, da ist dieses passiert. Berührt es wirklich noch jemanden? Seid mal ganz ehrlich mit euch. Man hört zwar, aber man schaltet weg. Das heißt, da ist schon eine gewisse innere Kälte und Gleichgültigkeit da. Und das kann natürlich sein, dass da jetzt sehr vieles davon auch hochkommt. Weil doch diese Zeit jetzt sehr viel eben im Umbruch ist und eben auch von den Emotionen, von den Gefühlen her. Und dass vieles aufbricht, was lange Zeit jetzt unterdrückt worden ist. Also dieser Wechsel von heiß, kalt ist sehr viel auch ein Wechsel von den Energien, von den Feldern. Ich stehe in einem alten Feld drinnen und mein ganzes System sagt, das funktioniert nicht mehr. Da gehörst du nicht mehr hin, du gehörst jetzt in was Neues hinein. Und das ist wie so eine Kalt-Heiß- oder Heiß-Kalt-Dusche. Ich dusche kalt, ich heiß, Ding, also dieses ständige Wechselbad der Gefühle. Und das ist das, was wir im Moment innerlich sehr viel haben, vom energetischen her einfach auch. Nicht wissen, wo gehöre ich jetzt hin, wo gehe ich jetzt hin, weil eben auch diese Energien durch Corona und durch diese gesamte Situation ist uns eine gewisse Stabilität weggenommen worden. Ein gewisses, das ist unser Fahrwasser und das funktioniert. Und plötzlich ist es wie ein, ich nehme mal diesen ganzen Raum weg und jetzt stehen alle da und jetzt dürfen sie schauen. Wohin fahre ich jetzt? Ups, Scheiße, vor, zurück, hin, links, rechts, was auch immer. Ja? Und dieses Wechselbad der Gefühle spüre ich oft mit Hitzewallungen oder plötzlich mit Kälte oder mit verschiedensten Temperaturschwankungen. Dann, ich nehme an, es ist eine Frage. Ich bekomme jeden Tag dicke Füße. Das ist die Frage, glaube ich. Okay. Dicke Füße sind Wasseransammlungen. Das heißt, Wasseransammlungen haben wieder mit Niere und Gallenblase, Niere und Blase zu tun. Das heißt, wo ist das Wasser? Und wir hatten aber auch Lymphe, Lymphstau, kann natürlich jetzt auch mit der Milz zusammenhängen, weil die Milz, wenn die eben total gestaut ist, auch von der schulmedizinischen Sicht ist die Milz zum Teil ein lymphatisches Organ. Das heißt, die ist für das Immunologische sehr wichtig. Das heißt, das könnt ihr euch so vorstellen. Die Milz hat jetzt nicht direkt mit dem Lymphfluss selber zu tun, mit den Lymphknoten, aber weil sie dem Blutkreislauf zugeordnet wird. Trotzdem sagt man, es ist ein lymphatisches Organ und die Milz ist quasi, ich glaube, 2 Drittel bildet sie vom gesamten lymphischen System. Das heißt, extrem viel. Das heißt, wenn die Milz schwer ist oder nass ist, eben laut TCM, dann ist dieses ganze Lymphsystem blockiert. Dann ist eben auch meine Säfte, Wasseransammlungen, was auch immer, die sind dann, können sich stauen, weil die Milz es nicht mehr abbauen kann. Und Stauung oder Wasserstauungen, Wasseransammlungen sind sehr oft eben auch leberbedingt, weil wenn die Leber
überarbeitet ist, wenn die Leber überlastet ist durch Schwermetalle, durch Essen, durch irgendwelche Sachen, die du nicht verträgst, was macht sie? Sie versucht es ins Gewebe rauszuschieben. Und was macht der Körper? Der versucht es irgendwo abzulagern. Zu viel Wasser im Körper ist auch ein Übersäuerungsthema. Weil wenn ich übersäuert bin, ist auch wieder jetzt Leber und Darm und Magen, ihr seht, es hängt eh wieder alles zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt stark übersäuert bin, dann bildet der Körper viel Wasser, viel Zellflüssigkeit, die austreten muss, um diesen ganzen Mist, um diese ganzen Säuren irgendwie zu neutralisieren. Das heißt, ich habe Wasserablagerungen, Wassereinlagerungen. Jetzt ist natürlich absolut kontraindiziert, wenn ich dieses Wasser ausleite über Diuretika, weil ich nehme dem Körper das weg, womit er das verdünnt. Deswegen hergehen und schauen, wenn ich dicke Füße habe, geschwollene Füße, entsäuern, entgiften, basisch essen, die Milz stärken und die Leber stärken und generell Verdauungsorgane und Ausscheidungsorgane stärken. Okay. Ja. Eine Frage habe ich noch. Sind Nudelsuppen gut oder schlecht? Geile Frage. Sind auch befeuchtend, weil Nudeln, Weizen ist sehr stark befeuchtend. In der verarbeiteten Form, ja. Also jetzt ein Grießbrei oder Weizenbrei oder so ist jetzt nicht so, ist man jetzt auch befeuchtend, wenn ich Kümmel reingebe und Zucker. Wenn ich jetzt nur Getreide oder Weizen koche, ist es nicht so befeuchtend, ist trotzdem aber auch nährend. Wenn ich jetzt aber Nudeln habe, die eben mit Ei und mit allem Möglichen da verarbeitet sind, dann macht das Feuchtigkeit. Das heißt, Nudeln sind auch befeuchtend, damit nicht sonderlich gut. Wie gesagt, wenn man jetzt alle heiligen Zeiten eine Nudelsuppe isst, ja, völlig wurscht. Aber wenn ihr Suppen esst, eher klare Suppen. Also bei den Chinesen ist es zum Beispiel so, die essen sonst auch sehr viele Reissuppen. Die es geben, oder Getreidesuppen, ja, dass ich sage, ich koche Getreide und gebe das in die Suppe rein. Aber eben nicht verarbeitete Nudeln, sondern dass ich sage, ich koche Hirse und gebe es in die Suppe. Ich kann Quinoa kochen und in die Suppe geben. Das wären alles Mittel oder Nahrungsmittel, die zum Beispiel die Milz stärken. Also kann ich dann in die Suppe geben. Ist für uns etwas ungewöhnlich, weil wir Suppe fast immer nur mit Gemüse und Nudeln essen. Aber da kann man, wie gesagt, sich ein bisschen an das Chinesische auch anlehnen, wenn man sagt, man möchte Beilagen oder Einlagen haben, dass man das zum Beispiel reingibt und Getreide kocht. Nächste Frage. Ich habe seit den Teenagerjahren Probleme mit Magen, Darm und Unterleib im Allgemeinen. Ich arbeite seit Jahren an mir und habe große Fortschritte gemacht, aber das Magen-Unterleibsthema bleibt hartnäckig. Was oder welches Thema sollte ich mir da noch anschauen? Beim Unterleibsthema kommt ein Missbrauchsthema, was jetzt bitte nicht heißt, dass dich jemand missbraucht hat. Missbrauchsthema oder Missbrauchsenergie kann auch sein, dass du als, ich sehe dich so als eineinhalb, zweijähriges Kind und dass du einfach so viel Lebensenergie oder so hattest und dass sich da jemand quasi deine Energie bedient oder sich diese Energie nimmt. Und da reagiert dein Unterleib sofort. Das heißt, da ist das Unterleibsthema, also da würde ich mal schauen, wo hat sich jemand deine Energie geholt und dir diese Energie mal zurückholen. Und der Magen ist ein, ich passe mich an. Ich sage nichts, ich wehre mich nicht, ich begehre nicht auf, sondern ich schluck einfach sehr viel, um irgendwo angepasst zu sein, um nicht aufzufallen. Da kommt auch eine ziemliche Verspannung da oben im Halsbereich. Und das hat ja auch wieder mit dem Eintrittstor zu tun, weil zweiter Halswirbel. Entschuldige, zweiter Brustwirbel, Kommunikation, deine Gefühle klar aussprechen, zu dir stehen und wirklich mal kommunizieren, was dir wichtig ist. Das würde ich mal von den Themen her anschauen. Und von der Zeit her mal wirklich zurückgehen. Direkt Geburt ist es nicht, so ein erstes, zweites Lebensjahr, will ich mir mal anschauen. Um mal eben dieses Unterleibsthema zu lösen und dann sollte sich das Magenthema nicht mitlösen, aber dann kann man auch das Magenthema bearbeiten. Das war's von hier, Sehr gut. vom Chat. Perfekt, wir schaffen es echt immer genau eine Stunde lang, oder? Sehr genial. Gut so. Dann danke fürs Fragen stellen, Fragen Jan. vorlesen, fürs Dabeisein. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Gehirn. Und Gehirn eben nicht nur auf die schulmedizinische Sicht gesehen, sondern Gehirn ist für mich auch eben Geist, Verstand. Was können wir mit unserem Denken, mit unserem Geist, mit unserem Hirn alles bewerkstelligen? Was ist bewusst?
das ist Unterbewusstsein. Damit werden wir uns nächste Woche beschäftigen. Dann einen schönen Abend und bis vielleicht nächste Woche. Ciao! Ciao, Baba!